Bis zu 6% Dividendenrendite sind mit diesen beiden Aktien möglich und ich stelle dir die beiden Unternehmen heute vor. Ich habe beide Aktien bereits selbst im Aktientipo drinnen und habe mir jetzt beide auf die Watchliste gepackt, weil ich hier gerne einen Nachkauf tätigen möchte. Warum ich das machen möchte, erfährst du im Video drinnen. Falls du neu auf dem Kanal bist, gerne schon mal den Kanal abonnieren. Und sicherlich weißt du, dass ich halt gerne etwas langweiliger in meinem Depot drinnen haben möchte. Langweilig in diesem Sinne, dass mein Depot nicht so schwankungsanfällig ist und sich dafür regelmäßig nach oben hin positiv entwickelt und ich habe mir zuletzt meine Realty Income Aktien zurückgekauft. Ich habe sie ja zu 68 Euro vor gut 1,5 Jahren verkaufen können und habe sie mir jetzt zurückgekauft zu Preisen um die 47 Euro. Und was hier eigentlich so spannend ist, ich verfolge dieses Unternehmen bereits seit 7 oder 8 Jahren und die haben halt seither immer eine sehr hohe Portfoliobelastung gehabt, also Auslastung. Das heißt einfach, du musst ja trotzdem Immobilien renovieren, sanieren, dies, das, Ananas. Ab und zu geht es Unternehmen nicht so gut, ab und zu hat man dann Mieterwechsel und das hat halt Realty Income voll unter Kontrolle, auch wenn das jetzt um 0,4% im letzten Jahr zurückgegangen ist, muss man sich trotzdem das Ganze etwas genauer beobachten, aber man hat ja über 15.000 Immobilien und nur einen Leerstand von 1,4% und das ist halt richtig, richtig stark und die Top 20 Klienten, meinen, die kennen wir ja alle, es sind namhafte Unternehmen, FedEx, Dollar Tree, 7-Eleven, Walgreens, Dollar General, LA Fitness, Tesco ist mit dabei, Walmart ist mit dabei, CVS Pharmacy ist mit dabei, Sainsbury und da siehst du, das Unternehmen, das sitzt halt wirklich auf Qualität und man hat ja jetzt mitbekommen, wie es zum Beispiel auch beim Timo im Interview im Dezember schon gesagt hat, diese Zinszyklen, die dauern ungefähr 7 Jahre und davon bin ich ja davon ausgegangen, dass die Zinsen auch dieses Jahr nicht so schnell zurückkommen, wie man das am Anfang des Jahres angenommen hat und das ist jetzt natürlich kurzfristig pfui, langfristig hui, weil wir bekommen ja jetzt interessante Einstiegsmöglichkeiten, meiner Meinung nach, vor allem weil die Aktie jetzt schon wieder leicht rückläufig ist und wer weiß, ob wir vielleicht sogar Richtung 46 US-Dollar runtergehen würden oder könnten. Ich sage zurzeit ja, diese Wahrscheinlichkeit sehe ich sogar als sehr hoch an und da sitze ich schon wieder dann mit so einem Lächeln da. Ich habe meine erste Position bei roundabout 50 US-Dollar gekauft und könnte dann nochmal fast 10% Rabatt meine Aktien weiter aufstocken. Wie geil ist das denn bitte? Weil ich gehe davon aus, dass das Unternehmen in den nächsten 5 bis 10 Jahren nicht nur höher dasteht, sondern ich kriege dann meine 6% Dividendenrendite, die ja dann monatlich sogar ausgeschüttet wird. Und ich diese Dividende weiß ja, also ich könnte davon leben, aber ich brauche sie ja aktuell nicht, weil ich ja ein ganz normales Gehalt bekommen, kann ich ja trotzdem wieder reinvestieren und dadurch komme ich noch schneller in diese Aufwärtsspirale rein und ich feiere das einfach extremst ab und deswegen habe ich Realty Income weiterhin auf meiner Beobachtungsliste und möchte hier gerne mit einem Lächeln weitere Aktien in meinem Depot reinkaufen und wenn du noch auf der Suche nach einem richtig guten Depotanbieter bist, dann check mal gerne in Zero Broker ab. Hier ist das Besondere, du hast sogar über 2000 Sparpläne zur Verfügung. Mit dem Code HOLLY25 bekommst du noch 25 Euro Bonus und bei den Sparplänen kannst du bereits ab 1 Euro im Monat starten, du zahlst keine Ordergebühren mehr und wenn du es generell richtig machst, so wie ich zum Beispiel, zahlst du dort sowieso keine Ordergebühren und ich habe mir dadurch in den letzten 5 Jahren locker über 1000 Euro sparen können und das ist halt richtig, richtig viel Geld, weil dieses Geld investieren wir doch viel lieber, wie wenn wir es für Gebühren ausgeben. Deswegen, Link ist unten in der Videobeschreibung drinnen, gerne mal abchecken und je nachdem, vielleicht ist Realty Income für dich gar nicht interessant. Dann habe ich jetzt noch was Interessantes für dich mit dabei, weil das habe ich im letzten Video erwähnt gehabt, so yo, da habe ich auf jeden Fall persönlich einen Fehler gemacht. Das muss ich einfach in Zukunft wieder besser machen. Kann ja auch sein, dass es gar kein Fehler war, aber für mein Empfinden muss ich sagen, habe ich das Ganze vernachlässigt und es geht um den Bereich Rohstoffe in meinem Depot drinnen. Und hier habe ich die Barrick Gold Aktie heute für dich mitgenommen. Die kann man sich nämlich meiner Meinung nach auch mal etwas genauer anschauen, vor allem jetzt, wo der Goldpreis relativ hoch ist. Das Unternehmen hat gestern tatsächlich Quartalszahlen berichtet, also nicht die Quartalszahlen, wie wir kennen, sondern was sie an Gold und Kupfer und Co. produziert haben. Und das war
Auf jeden Fall mal fürs erste Quartal definitiv schwach. Zwar hat Barrick Gold nur 940.000 Unzen Gold produziert und 40.000 Tonnen Kupfer. Und das war deutlich weniger, wie die Analysten davon ausgegangen sind. Und zum Beispiel der Vergleich zum Vorjahr bzw. zum Q4, da hat man insgesamt 1,054 Millionen Unzen produziert und daneben 100 13 Millionen Pfund Kupfer. Also man sieht schon, da ist einiges in die Hose gegangen, aber man ist davon ausgegangen, dass die Zahlen relativ schlecht sein werden. Jetzt sind sie noch schlechter ausgefallen, aber es macht gar nichts, weil man hat natürlich jetzt aktuell einen hohen Goldpreis. Man hat insgesamt 910 Millionen oder 910.000 Unzen Gold verkaufen können und 39.000 Tonnen Kupfer zu einem vernünftigen Preis eben. Aber man darf da nicht vergessen, auch die Kosten steigen, also die All-in-Sustaining-Kosten, sagt man hier. Und generell muss ich sagen, die Zahlen haben mich echt sehr positiv überrascht. Also auch vom KGV her zum Beispiel Barrick Gold aktuell in so einer Position, wo ich sage, so wow, die kann man sich definitiv mal etwas genauer anschauen, weil. Wenn jetzt Gold weiterhin langfristig über diese 2000er-Marke drüber bleibt, und wir haben ja aktuell viele Probleme, dass das möglich machen könnte, wäre das natürlich im Long Term eine sehr, sehr spannende Aktie. Ich habe sie leider zu spät, muss ich sagen. Also da mache ich keinem etwas vor. Ich habe sie total vernachlässigt gehabt. Man hat hier auch die Dividende gekürzt und soll jetzt aber Gold weiterhin sehr positiv sein, wird das Unternehmen langfristig einfach deutlich mehr Geld verdienen, auch wenn die All-in-Sustaining-Kosten weiter steigen, weil der Goldpreis, der steht aktuell bei 2380 circa US-Dollar und Barrick Gold hat selbst im vergangenen Quartal pro Unze, was man verkauft hat, 2070 US-Dollar die Unze bekommen. Und wenn man jetzt sagt, im nächsten Quartal bekommt man zum Beispiel 2300 US-Dollar, hat man ja einfach mal den Umsatz um 10% gesteigert und das sind halt schon, das sind krasse Hebel, weil die arbeiten ja auch nochmal zusätzlich mit Hebelprodukten, auch als Absicherung, das darf man nie vergessen. Und ja, die Aktie, die ist in so einem, ich sag mal, so einem Abwärtstrend gefangen, da mache ich keinem etwas vor. Aber ich habe sie mir trotzdem mal auf die Watchliste gepackt, weil ich kann mir hier durchaus vorstellen, wenn wir so, ja, ich sage mal, schon so Richtung 15 US-Dollar runtergehen. Also es wäre natürlich schön, wenn wir jetzt noch 2, 3, 4 schlechte Tage hätten. Dann würde ich mir hier nochmal ein paar Stücke reinlegen ins Depot als quasi Absicherung. Das dient jetzt nicht dazu, dass das irgendwie als Kursrakete dient oder sonstiges, sondern wenn dann Brandherde sind in der Welt, dient das ganze Rohstoffsektor, also Gold und Silber, ihr habt es gesehen gehabt, wie positiv die sich in den letzten Wochen und Monaten entwickelt haben, als Absicherung. Und schaut es euch mal an, von unter 15 Dollar ist es relativ schnell auf über 18 US-Dollar hochgegangen, sind 20% innerhalb wenigen Wochen. Silberminenaktien sind 50 bis zu 50% hochgegangen und das, obwohl der breite Markt eigentlich schon und auch Dividendenaktien abgeschmiert sind. Und genau das möchte ich dann mit solchen Aktien in solchen Situationen spielen.